Heute Morgen hat sie gestartet, die Fasnacht 2012. Die Tagwacht zu Luzern hat rund um Seebecken tausende Fasnachtsbegeisterte angezogen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt haben sich der Bruder Fritschi und seine Fritschen für den grossen Moment parat gemacht. Um Punkt 5 hat die Fasnacht 2012 mit dem Urknall gestartet. Begleitet von den Guggen ist man dann weiter auf den Kappelplatz gezogen, Richtung Fritschibrunnen. Und dort hat es dann den Fötzeli-Regen gegeben.